Start the chopper. Headed your way now. You two work together to take out as many enemies as you can. If you defeat multiple enemies in a row, you'll get yourself a nice bonus. Yo, herzlich willkommen zu Let's Play, Let's Just Play Resident Evil 5 Söldner. Das ist, wie ihr vielleicht sehen könnt, nicht mehr die PS3-Version, die ich aber noch weiterhin besitze. Das ist nämlich die PC-Version. Ich hätte eine bessere Grafik, weil, ja, ist eben mehr möglich. Denn so ein PC aufzurüsten mit Grafik und so ist ja möglich. Bei einer Konsole dürfte sich das als etwas schwierig erweisen. Und ich spiele jetzt einfach mal hier so rum und währenddessen kann ich euch ein bisschen was erzählen. Also erwartet keine Tanzleistung, weil ich muss ja noch wieder in dem Ball sprechen. Und das ist meistens nicht so einfach, während man also gut zu spielen und dann gleichweise zeitweise noch dann damit zu sprechen. Ja. Übrigens, wie man vielleicht gesehen hat, mit dem Xbox 360 Controller, weil ich überhaupt nicht mit der Maus klarkomme. Das ist für mich einfach so ein Ding. Ich kann mit der Maus und Tastatur einfach keine Spiele solcher Art spielen. Den habe ich nicht getroffen. Nein, schade. War vielleicht jetzt nicht blöd, aber okay. Hat ja noch gereicht. Übrigens, ich weiß nicht, was mein Partner da gerade macht. Das ist auch schon wieder so ein random. Aber vielleicht das, was wir da. Ja, also der Schwarze ist ja einer der wenigen Charakter, die hier noch keinen Reskin erfahren haben. Hat ja auf dem PC viel mehr Möglichkeiten, die Charaktere, ich sag mal, anzupassen. Und zwar außerhalb der Reihen, die das Spiel bietet. Soll heißen, Mods, also Modifikationen der Charaktere, die wir machen. Dafür gibt es einerseits halt Reskins, es gibt ja Model Swaps, das habt ihr vielleicht auch wahrscheinlich schon auf meinem Kanal gesehen. Da habe ich die Story mal kurz mit Wesker und Jill gespielt, das war ein Model Swap, so nennt sich sowas. Oh, der hat gesessen. Jupp, Neustart. Ja, sowas ist recht interessant. Man kann es aber auch übertreiben. Zum Beispiel, indem man einfach mal in so einen Mannswap Irvin reinpackt. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich hab wieder gestehen. Der hat gesessen. Und ich habe auch hier auf dem PC zum ersten Mal etwas geschafft, was ich auf der PlayStation nie geschafft habe. Und das wären die 800.000. Also das hier dann war einfach nur, ich wollte mit diesem Run, wo ich das geschafft habe, gar nicht die 800.000 schaffen. Mein Partner war da so ein wenig erfreut, aber ich finde das geil. Das war die Karte Ruinen. Mit Jill war, habe ich gespielt, also Jill gesagt. Und er hatte, oder sie es hatte, Wesker Schwarz. Ist ja so ein bekannter Hunter, wenn man die Minen spielt. Und ich muss sagen, ich hatte schon von Anfang an, nach den ersten 2 Sekunden schon das Gefühl, das wird was. Also, der Run wird was. Also nicht irgendwie 800k, aber zumindest der erste Run wird. Also man sieht bei Spielern, wenn die Runner kommen, der Deck hatte in den ersten 2 Sekunden schon, ob das was wird oder nicht. Weil er hat sofort auch mit dem Sprint losgelegt, also 2 Schüsse, dann Sprint.
wie man das normalerweise macht, ne? Und ich erlebe leider viel zu selten, dass jemand macht, der Run and Rhyme kommt. Also klar, man kennt sicherlich ein paar, die es machen, aber jetzt, wenn man einen Run trifft, weiß man ja nie genau, wer da jetzt spielt und ob der irgendwelche Regeln oder Strategien kennt über die Map. Die meisten machen ja immer nur eins. Schaut dann raus und dann auf die Jagd, ne? Aber so wird man nie einen hohen Score erzielen. Auf jeden Fall nicht so hoch wie ein, wenn man das nicht macht. Wenn man ein bisschen nachdenkt. Oh, da hat der Reaper meinen Partner erwischt. Ja, der Reaper, der ist schon so eine Klasse für sich. Ich frag mich, wie heute noch, wie das passieren kann. Du hast es halt nicht drücken sollen, doppelt. Und den jetzt mitmachen hier. Muss der gerade dann weglaufen, wenn ich komme? Ich bin da noch von lauter Verzweiflung runter. Das muss doch nicht sein. Ja, da. Passt. Ich treffe das nicht, oder? Hab ich getroffen? Ich glaube nicht. Scheiße. Na gut, legen wir ein paar Magies um. Das ist das Blöde an diesem Huhn hier oben. Es lebt immer unter Garantie nur ein weißes Ei, wenn man es erschießt. Oder der Dash, nachdem. Da ist es. Jetzt hat's. Und das Huhn unten, das hier kommt, das hat eins gerade mit zwei Hühnern. Da gibt es dann immer ein goldenes Ei. Es kann vielleicht mal sein, dass hier oben das Huhn schon, bevor es fehlt, schon mal ein Ei gelegt hat. Und das kann auch schon mal ein goldenes sein, aber die, Idiot. Die Chance, dass es passiert, dass es ein goldenes Ei ist, halt dann skriptet. Das ist, ich glaube, 15%. Das wäre es gewesen. 15% Chance auf ein goldenes Ei. Dass es davor gar kein Ei legt, ist auch schon, ich glaube, wie waren das? Ich glaube, die 30% glaube ich waren das. So, da wieder ein Hüter. Ich glaube, der kriegt das da unten nicht hin. Das ist doch hier... Alle schlechte Karten. Ich habe übrigens keine Hintergrundmusik drin. Ich meine, das dürft ihr hören. Das ist einerseits, ein Grund, weil ich in den letzten Aufnahmen von Resident Evil 5 hatte ich, Übereinstimmung von Dritten und das wollte ich hier eigentlich vermeiden, da ich verstehe, dass diese Mercenaries doch einige Leute interessieren und ja, ich hätte gern schon nicht um den dritten Anbieter Anspiele drin. So, ja, Whisker Stars kann man ja mal sagen, ist, wenn man so will, der meisten Feuerkraft. Und das Besondere an Wesker Stars ist nicht etwa seine Pistole oder die Nacken, sondern ist, man muss das noch so sagen, ist die Hydra Rocket. Es ist in diesem Spiel die stärkste Rocket überhaupt, wie ich finde. Und
Ja, auf jeden Fall was Besonderes. Das ist eigentlich der Grund, warum ich Wesker Stars freischalte. Also diese Güter-Schrotgewehr, das ist einmalig, kann man sagen. Dann wird man wirklich fast alles platt. Das ist einfach so. Und ja, also mit Kettensägen Freaks fertig werden will oder mit Henkern im Gefängnis, dann nimmt man die Schrotflinte und nicht die Magnum. Jo. Das so zu Wesker Stars. Ich habe jetzt leider für Wesker noch keinen Reskin installiert. Was macht der hier oben? Hängt einfach daran, da ich noch keinen Reskin für Wesker gefunden habe. Was für Jill habe ich einen. Für beide Jills habe ich einen. Ah, der ist hier oben. Ja, nein, nein. Ah, Hilfe. Dieser scheiß Reaper. Das ist jetzt das erste Mal. Erste Mal würde ich, dass der Reaper hier nach oben gekommen ist. Das erste Mal. Sonst hängt der immer da unten fest und will hochspringen, kommt aber nie richtig hoch. So. Mal sehen. Gut. Das Huhn hätten wir. Das ist eines, was bei jungen Spielern vor allem auffällt, dass die immer das Huhn vergessen. Aber ich spiele das ja auch schon einige Zeit. Wenn es aber bisher auf der PS3 war, aber es ist ja kein Unterschied da. Ich könnte übrigens, wenn ich das wollte, mit dem Model Swap Editor alle Wesker, also alle Moves, die Wesker macht, in seinen Rhino Charge umwandeln, wenn ich das wollte. Also geht auch mit Chris Moves, wenn ich also den Haymaker draus machen. Oder Shazer geht auch. Und bei Jill natürlich, also geht bei allen vier, die hier spielbar sind. Könnte ich einfach die Moves alle in ihre Mega Combo Moves umwandeln, aber die kosten mich zu viel Zeit in der Ausführung und das reicht ja hier auch so ein Mustern Kick. Brauche ich keinen Rhino Charge oder was auch immer. Komm, flieg mit. Besser. Und ich hier spiele ja, da ich oben starte, die etwas leichtere Variante der Map. Denn man ist ja eigentlich bei Highscore Runs immer dazu gezwungen, separate Wege zu gehen. Und ja, normalerweise sollte mein Partner nicht bei mir oben stehen, wenn der Reaper kommt, sondern sollte ihn fertig machen. Was er wohl gerade auch mit verzweifelt mit seinen Minen versucht, aber das schafft er irgendwie nicht.